Willkommen zu dem dritten Terraria Let's Play. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, wir sind schon beim dritten Let's Play angekommen. Wie ihr sehen könnt, ja, wir stehen gerade auf unserem Haus. Ja, und heute wird wieder ein bisschen gespielt, ne? Ja, ein bisschen, aber nur. Und es heißt auch nicht drittes Let's Play, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber es ist unsere dritte Folge auf diesem Kanal. Deswegen. Das feiere ich. Crafte ich mir gleich irgendwas, was eventuell gut für uns ist. Ich mache noch ein, zwei Etagen des Hauses und dann komme ich auch mit zur Mine. Ja. Boah, erstmal so ein Kupfer-Kettenhemd, damit man ein bisschen mehr Defense hat. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Ein Eisenhelm, ich weiß nicht. Eisenhelm ist ziemlich gut, finde ich. Ja, Eisenhelm, ich hoffe 4 Abwehr, das ist krank, wie ist das? Und erstmal eine Tungsten-Pickaxe. Ja, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Mine, oder? Ja, ich baue noch, wie gesagt, noch ein, zwei Etagen, geht ja schnell und dann komme ich auch nach. Ich würde sagen, eine grüne Party, ne? Ja, grüne Party. So. Klatschen wir mal das hier alles weg. Braucht man nämlich nicht. Das ist ein Hasenbanner. Nice. Ja, wunderbares. Es findet man schon selten, auf jeden Fall. Ich pflanze mal wieder ein paar neue Bäume, ne? Ich meine, guck mal, hier sieht es nicht so aus, also. Ja. Warte mal. Der Opa hat. Ja, gut. Ich habe mir jetzt ein paar Ropes gekauft, damit wir hier schnell hochkraxeln können. Weil es einfach nur ein bisschen nervt. Wenn man die ganze Zeit. Ja, das macht, was man machen muss. Hochklettern. Ja, stör schon. Du kommst runter und du kommst hoch. Das reicht dir. Ja, ich muss halt noch ein bisschen Holz fällen. Komme ich auch gleich nach. So. Dann. Erstmal die. Okay. Es ist an einer Fackel gescheitert. Das ist doch schon ein bisschen komisch. Die Fackel hat es aufgehalten. Naja, was willst du tun? Was willst du tun? Soll ich jetzt einen geraden Weg runter machen, oder? Ah, ich weiß nicht. Gerader Weg ist eigentlich gar nicht so notwendig, wenn ich ehrlich bin. Klatsch dir jetzt erstmal hin. Also wenn man Ropes hat, kann man natürlich einen geraden Weg nach unten machen, das ist klar. Ja. Excessive fällt wieder schön Holz. Ja, aber nicht lange. Kommen wir auch gleich noch. Ich meine, ich muss ja auch ein bisschen was haben, ne? Wir wollten ja eigentlich drüber sprechen. Ja, ein Thema wollten wir ansprechen. Thema, ja. Das war das Thema, wie es mit dem Kanal jetzt weitergehen soll. Ja, genau. Ja, willst du drüber reden? Oder? Ja, ich fange nur an. Auf jeden Fall, der Kanal wird sehr aufbauend sein, das heißt, so viel wie es ist, ihr könnt entscheiden, ob was wir jetzt spielen. Ihr könnt vorschlagen, was wir spielen. Ja, genau so ist das. Ja, wie gesagt, wir haben halt erstmal zwei Let's Plays, die wir auf jeden Fall Let's Playen, die wir uns selber ausgesucht haben. Das ist, wie gesagt, Terraria und League of Legends. League of Legends wird aber etwas später rauskommen, wie manche vielleicht bemerkt haben. Ja, da wir halt eben nochmal testen müssen mit League of Legends, ist es ein bisschen schwer mit aufnehmen. Wir werden es aber auf jeden Fall machen, also das versprechen wir euch. Ja, auf jeden Fall ist das die zweite Sache, dass wir versuchen, eine gute Community aufzubauen. Ja, das heißt, ihr sollt auch sagen, wenn euch was nicht passt oder so. Wir wollen ja nicht, denn die wollen ja nicht die ganze Zeit die Videos machen, die euch gar nicht gefallen und wir das dann gar nicht wissen, dass wir uns gar nicht verbessern können, wenn ihr versteht. Ja, das wäre jetzt auch nicht so schön. Aber. Fackel, 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 Fackel. Fackel, 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 Fackel. Okay. das sind außergewöhnlich viele Fackeln. Ja, und wie halt auch schon gesagt, der Kanal ist erst seit gestern da. Er ist noch nicht so alt. Ne, wir werden natürlich jetzt nicht so durchziehen mit dem Kanal. Ne? Wir werden es natürlich immer ein paar YouTube-Videos machen, jeden Tag, ne, wie wir es gesagt haben.
Aber wir werden halt eben erstmal ein bisschen ruhig angehen, ne? Später machen wir vielleicht am Tag schon zwei Let's Plays von zwei verschiedenen Spielen. Ja, immer ein bisschen langsam angehen und dann ein bisschen schneller immer. Wie das halt ist. Wie viel Dings hast du? Was? Holz? Gold. Gold. Ich gucke. Gold habe ich gar nichts. Achso. Ich habe erst 43 Silber. Wow. 43 Silber. Eigentlich geht man in die Mine, bis man verreckt. Aber ist nicht so toll, wenn man immer verreckt. Ja, auch vielleicht finden wir ja einen magischen Spiegel. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Item, wo ja, du dich weg-TPen kannst, wenn, also da, wo du sowieso spawnst, klickst einmal auf diesen ja, Spiegel und bist dann wieder an der Oberfläche. Fehlt man recht oft in der goldenen Truhe, oder? Das war wieder der Scherber, ich ertrinke wahrscheinlich. Des Tages. Mal schauen, ob du ertrinkst. Scheiße, ich mache einfach so einen Weg. Finden wir es heraus. Nein, ich bin nicht ertrunken. Achso. Naja. Also, dann bauen wir uns runter. Und weiter runter. Da ist eine Schnecke. Die muss ich töten. Ich bin Tierliebhaber. Was das auch noch wichtig zu sagen ist, also wenn wir halt League of Legends spielen, gibt es halt Phasen in League of Legends, wo man halt nicht so viel über das Spiel reden kann, weil man halt nur, ja, der Anfang zum Beispiel, man kann nicht viel sagen. Ne? Man stillt da auf seiner Linie, also auf seiner Lane, alles auch egal. Und dann hätten wir vielleicht, finden wir es cool, wenn ihr uns irgendwie ja, Gesprächsthemen in die Kommentare schreibt, falls es soweit kommt, damit wir darüber reden können und halt eben nur dann über das Spiel reden, wenn es halt wichtig ist. Für die Leute, die das Spiel League of Legends kennen würden, verstehen, was wir gerade meinen. Ja. Ja, klar. League of Legends. Ah, ich baue im Übrigen Platinum Ore gerade ab. Es ist sehr. Oh, Piranha. Da ist eine Golden Tour. Ja, ich weiß. Eine Golden Chest. Die erste. Und ich muss gegen einen ziemlich krassen Gegner kämpfen, der Piranha. Aber ich glaube, ich schaffe es auch so. Und? Extractinator. Einfach sofort ein Extractinator. Was ist das? Das ist diese Maschine. Zeig her. Also der Extractinator. Nein, ehrlich. Damit kannst du aus Schlamm, also aus Dreck und so ein Scheiß, den man eigentlich mal wegschmeißt. Aus Schlick, den ich hier gerade jetzt ein bisschen abbaue, kannst du Rohstoffe gewinnen. Das Gold, ist, Diamanten, alles. Und als ob wir den jetzt schon gefunden haben. Ja. Das ist richtig geil. Das ist ja richtig krank. Das Item. Ist das auf jeden Fall ein perfekter Start? Würde ich mal so sagen, weil daraus kriegen wir erstmal richtig wichtige Rohstoffe. Ne? Ich meine, Schlick und Schlamm findet man überall. Ja. Das findet man irgendwie immer. Ja. Naja. Das ist schon mal sehr gut, Freunde. Das freut mich auch gerade. Einfach nur. Ah, dass man die erste Golden Chest im dritten Part gefunden hat. Im zehnten Part versuchen wir Auge von Cthulhu. Ja, kommt drauf an, wie wir halt so weit kommen, ne? Ja. Aber maximal bis zum 15. Part haben wir es. Da würde ich auch den ersten Bossfight gemacht. Den Bossfight nehmen wir nicht an einem Stück. Halt, wir nehmen das jetzt nicht so auf, dass wir jetzt irgendwie bauen, mine gehen, dann irgendwie so ein Bossfight gibt. Aber wenn in der Aufnahme der Boss einfach kommt, dann werden wir die Aufnahme so lange machen, wie ja, der Bossfight dauert. Weil wäre ja kacke, wenn das scheiß Cthulhu-Auge einfach so random kommt und wir sind schon am Ende der Aufnahme, also bei ja, so 20 Minuten, und dann würden wir natürlich weitermachen. Also, das ist jetzt klar. Wäre ja kacke, wenn wir einfach abbrechen würden. Das wäre ja ziemlich kacke. Ja, der Die Trader ist da. Der Die Trader? Ein neuer NPC. Der Die Trader, der, ja, kannst du Farben holen, die du dann auf deine Haut schmieren kannst und dann deine Rüstung, ja, blau, rot oder so ist. Besonders auf der Haut. Ja, auf der Rüstung. Das gleiche. Dieses Item, da, es gibt halt spezielle Items, die färben, die können deine Rüstung, dein Äußeres. Dein Äußeres. Äußeres. Äußere Färben. Ja. Ich bin persönlich, ich bin mal ehrlich und ich
hab beim Great Light Trail noch nie einmal was gekauft. Einmal mal so ein Cyan-Dye, also so eine ja, hellblaue, ja, so ein Cyan, so eine Cyan-Farbe. Farbe. Aber mich hat er nie interessiert, weil mich Farben sowieso nicht so interessieren. Aber Yoshi, dich interessiert Farben, ne? Naja, so eine Maschine im Keller zu haben ist auch immer gut, würde ich mal sagen. Jo. Und ich komme jetzt auch rein. Ich glaube, das ist die nächste Höhle. Ich bin Holz, ich bin da und da und ja, ich komme jetzt auch wieder. Okay. Da oben sehe ich Kopper. Ja. Da bauen wir uns mal mit Dreck rüber. Alter, was ist das denn hier für ein Scheiße? Und das ist jetzt. Das hier ist doch schlick, oder nicht? Das Schwarze, oder? Nein. Das hier ist. Wir begeben uns jetzt so langsam in die Eisgebietszone. Kann man Sand eigentlich auch da reinmachen? Ja. Sand? Ja. Okay, brauche ich gleich auch. Glaube ich schon. Naja. Das ist ja alles, was man. Okay, das hätte jetzt tödlich ausgehen können. Da oben ist etwas ziemlich Gutes, was ich haben möchte. Aber. Yoshi, ich habe hier, glaube ich, dieses Lost Girl gefunden. Ja, the Lost Girl. Oh mein Gott, komm mal hoch, Alter. Ich mach nichts, ich bewege mich mal lieber nicht, okay? Ja. Kommst du kurz? Ja, ich komme. Du heilige Scheiße. Das steht da einfach nur rum und guckt mich an. Was machen wir jetzt? Also, ich muss sagen, dass ich am Arsch bin. Ich komme ja von unten. Ja. Wie viel Dreck hast du? Ich weiß ja aber, wo du bist. Ja. Ich kann dich dann, glaube ich, zubauen, wenn sie aggressiv wird. Einfach so, die das Lost Girl jetzt schon gefunden. Vielleicht bist du da, ach du Heilige. Ja, gleich bist du da. Ich sollte mich nicht bewegen, oder? Nö. Die wird ziemlich krass aggressiv. Auf jeden Fall. Wir haben ein. Erzähl mal ein bisschen was über das Viech. Es war ursprünglich mal ein NPC, der rausgenommen wurde. Und seitdem ist er ein ziemlich starker Boss. Den findet man nur einmal auf der Welt, weil es halt eine Lost Girl gibt. Oh mein Gott, es dreht durch! Es dreht durch. Da oben sieht man's. Alter! Jo, jo, übertreib doch! Jetzt verreckt der Assassin. Scheiße! Alter, was ist denn falsch bei dir? Ja, Mann, fuck. Und er geht down. Oh, dead outplays. So. Ja, ja. Okay. Ja, okay. Das ist. Oh, the Lost Girl. Warum ist das dann gleich weg? Das ist The Lost Girl gewesen. Was lootet die eigentlich? Oh mein Gott. Die kann nichts looten. Es ist einfach nur ein NPC. Es ist ein Bug. Ja. Ach du heilige Scheiße, was für eine Invasion. Was ist das? Mann. Diese Folge kann jetzt heißen die Augeninvasion. Nee, ich würde sie nicht die Augeninvasion nennen, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Einfach nur, weil wir das Lost Girl gefunden haben. Das haben wir damals gesucht, wo wir die Wall of Flash schon getötet haben. Alles. Wir haben es nicht gefunden. Weil es einfach. Ja, und dann finden wir es so einfach so. Yo! Man sieht nur seinen Grabstein zersplashen und denkt sich, WTF. Ich brauche keine Rüstung. Ich habe zwei Leben. Ja. Still alive. Gut. Okay. Ist auch gut. Gut, 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 gut. Platinum Bars. Da habe ich jetzt so viele. Hätte ich mich nicht bewegen dürfen, wäre es kack, wie ich da immer rumstehe. Ja, wäre es auf dich aggressiv geworden. Ja. The Lost Girl ist ziemlich aggressiv und ziemlich komisch. Ja. Ja, also, ich finde es ziemlich cool, dass wir das begegnet sind. Also,
komisch, dass wir gestorben sind, aber was soll's? Mein Gott. Wir haben es gefunden, wo wir es nicht gefunden haben. Mein Gott, das ist Karma. Ne? Ja, wahrscheinlich. Wir haben es damals gesucht. Wenn man nach den die Sachen nicht sucht, findet man sie. Und wenn man sie sucht, findet man sie nie. Ist doch klar, kennt doch jeder. So, das hier ist jetzt die Chest, wo erstmal alle wertvollen Sachen reinkommen. Das heißt, jetzt Tungsten-Bars und so. So. Der Extractinator. Boah, nice, Alter. Yeah. Die Maschine. Ja. Haben wir schon irgendwas vielleicht? Nee, ich hab's. Ja, ja. Ja, was? Mach mal. Ach, danke. Ja. Ich geb's dir dann wieder. Auf jeden Fall kriegt man da eigentlich ziemlich gute Sachen. Und ja. Packen wir am besten. Das ist ziemlich cool. Was hast du alles schon bekommen? Ziemlich viel eigentlich. Okay, Schnellstart. Ja. Kannst du dir vielleicht schon eine Kiste craften, damit wir das halt eben eine Mining-Kiste oder so machen? Er ist doch hier eine Mining-Kiste. Ich würde sagen, wenn ich in der nächsten Folge mache, ich vielleicht den Keller, ne? Und dann tun wir den da rein, den Extractinator. Ja. Aber der Keller, ich weiß nicht, ich glaube, der wird halt erstmal so groß gemacht, wie ja die Oberfläche ist. Und dann machen wir den Keller halt eben noch so größer, also ausbreiten unten. Das Haus wird ja auch noch breiter, es ist jetzt halt eben erstmal so ein Anfangsdorf, ne? Ja. Leute, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, disliked, kommentiert. Und dann würde ich auch nochmal sagen, ciao. Jo, ciao, auch von mir, ne? Bis dahin.